Für Singed, Rüstung ist immer praktisch auf der Top Lane, fast immer sehr, sehr praktisch. Magieresistenz pro Level ist User im joined the Balanced. channel. Moin! Peric? Ich glaube, dein Sorry, Mikro. ja, Ah, man jetzt höre ich sollte dich. sein Mikro auch schon anmachen, ansonsten wird das nichts hier. Nee, Moin. das klappt überhaupt nicht sonst. Warte, ich mache dich ein bisschen lauter noch. Alles klar. So, okay, das erste Spiel habe ich verkackt. Du musst mir jetzt helfen, Peric. Okay. Da wurde ich Gut. leider gezwungen, Shen zu spielen. Shen im Jungle vor allen Dingen. Shen hätte ich gerne auf Ah, der Top Lane okay. gespielt, aber unser Udyr wollte nicht Jungle, obwohl er sich auf der Top Lane übelst gut gemacht hat. Aber Jungler sein ist halt ziemlich schwierig. Und Lissandra ist Ja. ziemlich schwierig zu ulten. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die macht sich einfach ständig sowieso unverwundbar. Ja, mal gucken. Okay, es ist auch, du bist ja natürlich über mir, ist super praktisch. Da kann ich vielleicht einfach mal die entspannte Supporterrolle spielen. Aber So. wollen wir mal hoffen, ne? Wäre natürlich Wo nice. bist du jetzt? Wie viele Punkte hast du jetzt? Ne, ich habe ja nicht nochmal gespielt, also ich bin nach wie vor bei 0. Ich habe jetzt quasi einen Aufstiegsfrei los zerrissen. So, ein ich darf noch einmal losen los. Okay. Und ich glaube, ich darf noch einmal verlieren, aber dann müsste Schluss sein. Dann müsste ich mal wieder einen Sieg auspacken. Und Ja, egal, wir gewinnen jetzt. ja, das hoffe ich. So, einen Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Gut. Nee, das sieht eigentlich ganz aus. Irgendwie ist es ganz komisch. Mein Ton ist halt in der Webcam verschoben. Und vor uns ging der, aber als der ging, hat es geknattert und geknistert. Und bin mir Okay. nicht sicher, ob das an was das für eine Einstellung Ja, liegen das hatte ich tut. auch mal. Ich glaube, beim letzten Qualifier ist mir das auch schon mal aufgefallen, hat die Webcam ein bisschen. Jetzt so eine halbe Ja, Sekunde gehabt oder man hat sowas. dich immer sprechen sehen, aber also man hat den Sound immer vorher gehört, bevor du gesprochen hast. Also Ja. war ein bisschen merkwürdig. Und das Komische ist, ich habe das in der Rohdatei getestet und da war es synchron, aber vielleicht liegt es auch in der Einstellung. Also ich habe jetzt vielleicht in der internen Einstellung, man kann ja auch die Herzzahl und sowas, nicht nur den Pegel erhöhen, sondern auch die Herzzahl. So, Ja, mal Orianna ist schon gucken. mal übelst nice. Willst du dann AD gehen? Ja, ich würde schon AD gehen, wenn ich kann, ne? Also, die haben ja jetzt bis jetzt noch nicht wirklich viel. Also, wir sind ja die Einzigen, die hier was geschrieben haben. Also, ja, mal gucken. Ezreal ist schon mal ziemlich scheiße. Ich würde gerne Ezreal spielen. Das hätte ich auch gerne gesehen, aber ist okay. Aber, Udyr spielen auch momentan richtig viele, oder? Also, ich sehe den relativ oft. Na, der ist halt übelst stark, vor allem Jungle-technisch, aber auch auf der Lane mit dem Tiger, das ist einfach nur absolut unnormal, wie viel Schaden das Ding macht. Ja. Also ist die Frage, ob der Zamane, Tamane. ob Top der, geht, ja. ja, wenn nicht, dann müsste er Support nehmen. Dann müsste ich top. Oder so, das können wir auch machen. Ja, das wäre natürlich. Also Support, du weißt ja, meine Support-Künste sind jetzt nicht so. Ja, er geht top, okay. Okay, sogar mit Zinsch, das geht's nice. Jawohl, dann können wir sogar im Bottom gehen, das ist schön. Ich kriege ja gerade die Frage, ob ich das Headset nehmen soll. Dieses Headset ist ein absoluter Fehlkauf gewesen. Das klingt absolut furchtbar. Okay. Deswegen ist es nur Stativ, haben mich gerade hier im Spiel gefragt. Ja, also ich finde vom Großmembraner, da kannst du da eigentlich vom Sound her eh nichts Besseres bekommen, oder? Also das Ding war Also jetzt das auch ist ja wohl nicht echt. super teuer, aber es klingt einfach 8 Batzilliarden mal besser. Ja, sicher. Ich würde gerne wissen, ob Ash wirklich eingeloggt wird. Nee, ich glaube nicht. Oh, das ist Klingt bestimmt Crit Support. Damage Ash Support. Oder der Rice, der Ezreal geht top, ne? Das gibt's. Ja, doch, Ezreal geht top. Krass, wieso stecken die so Ja, viele das wird jetzt Top-Spieler öfter nach mal oben? gespielt. Ja, das wird jetzt öfter mal gespielt. Zwei ADs. Ash Bottom. Ja, was spiele ich da, ist die Frage. Gegen das Team könnte ich eigentlich echt gerne mal wieder Twitch spielen. Wen willst du machen? Twitch. Twitche, gerne. Twitch oder Varus? Ich bin ja am Überlegen. Du musst halt aufpassen, du wirst halt gestunt, gestunt, gestunt oder festgehalten. Ja, ich nehme Festhalten Twitch, das ist schon kannst aber noch besser, deine glaube ich. Unsichtbarkeit casten, oder? Ja, genau, kann ich. Deswegen, ich glaube, ich nehme lieber Twitch, das ist schon ganz okay so. Okay. So, ich habe jetzt folgende Auswahl. Entweder ich gehe
die normalen Tank-Runen oder die Tank-Runen mit Level. Die finde ich eigentlich ein bisschen besser noch auf einem Supporter, weil man ja quasi einen Rubinkristall for free bekommt. Und Blitz. Blitz ist relativ entspannt. Eigentlich bin ich sogar mehr oder weniger der Counter, falls er mich grabbt, ist es einfach vorbei. Ah, ich hätte jetzt eher Angst vor einer Jenna oder so gehabt. Ich auch. Die hätte, glaube ich, uns... Das Schöne, dass Escape-Skills hat, in dem Sinne, kann zwar kiten ohne Ende, aber wenn wir engagen, ist es eigentlich vorbei. Okay. Oh, meine Husten, ey. So, aber ist schon ein bisschen besser geworden. Ach so, ja, hast klackst dich immer noch mit rum, ne? Ja, das ist irgendwie so ein, ich gehe nicht weg. Ich trinke die ganze Zeit Salbei-Tee, falls sich jemand wundert. Normalerweise würde ich Grüntee trinken, aber... Ja, aus seinem Riesenkrug da, ne, den du einmal mit hast, ne? Ey, das ist übrigens wichtig. Ich habe auch gesehen, dass CivHD das auch so macht. Und ich kann es gut nachvollziehen, weil man hat halt keinen Bock, hier irgendwie extra eine Flasche aufzuschrauben und so. Naja, stimmt, das würde ich auch so machen. Also direkt so ein Literkrug oder was. Mein Gott, sieht zwar ein bisschen assi aus, aber mein Gott. Oh, ich find's super. Dafür muss er nicht 100 Millionen Mal aufstehen. Nee. Das Einzige, was das ist, dass man sich das Trinken so total zur Gewohnheit macht. Ja, weil da so viel drin ist, ne? Und dann musst du einfach nur 50.000 Mal aufs Klo. Ja, das stimmt, ja. Platin Lee Sin. Mal gucken, ob er ein paar Plays machen kann. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Na, es sieht so aus. Also... Ja, Ezreal halt top. Aber ich habe ja schon übrigens auf Vayne top gesehen und das ist ein totales Lotto, ob das funktioniert. Ja, Quinn top geht ziemlich ab, muss ich sagen. Also mit Quinn top, da siehst du echt viele Leute extrem abgehen. Weil die ist auch alt, weil die im Early Game halt so stark ist. Ne? Dann hat die ihren Gap Closer da, wo die wegspringt. Mhm. Und dann ihren Blind Shot. Der ist ja gegen viele der Top-Helden ganz gut. Oh, der Ezreal ist Diamond 5. Sehr schön. Oh, das liegt aber auch an dir. Guck mal bitte, wenn wir beide nebeneinander sind, mit einer Liga dazwischen, oder na gut, das heißt eine Liga, das ist jetzt noch 1 und 5, ist jetzt eine nicht so Division groß. Eine Division eigentlich. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so immens. Aber mal gucken, ob da... Ich bin halt gespannt, also Orianna, so einer meiner absoluten Lieblinge. Auch eventuell, wenn Lee Sin sein Q trifft und sehr, sehr tanky ist, kann er auch reingehen und alles auseinander sprengen. Ja, Lee Sin macht immer so ein bisschen Angst, weil ich finde, das ist so ein Champion, der ist halt im Early Game ziemlich stark. Aber wenn er dann mal verkackt, dann ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, kommt er nicht mehr so wirklich ins Game, hab ich immer so erlebt. Also, das ist genauso wie wenn ich mal einen gegnerischen Kassadin sehe, weißt du, der rastet immer aus und wenn er bei mir im Team ist, dann steht er immer nach 10 Minuten 0-5. Nein, nicht immer. So Kassadin ist aber auch nicht so einfach zu spielen, so er ist halt. Ich auch nicht. Also, der ist schon. Du darfst halt nur einmal pro Tag irgendwie volle Wucht rein, bürstest jemanden um und dann schnell wieder raus. So, also in den meisten Fällen. Ja, ich hoffe, dass von dem Cinch da nachher dick die Plays kommen. Cinch ist ja sowieso immer geil eigentlich, wenn man den im Team hat. Das ist schon immer noch so ein Tank. Gerade wenn man mit Lee auch so ein bisschen tanky baut. Wenn ich mir vorstelle, dass der Cinch nachher mit der Orianna-Kugel da reingeht, ne? Natürlich schon geil. Er wird aber halt schnell disengaged, also er wird dann vielleicht von Ulya ins Gesicht gehauen, wobei die können ihn nicht zurückpushen, das ist ganz nice, die können ihn festhalten und sowas. Deswegen hab ich ja gesagt, Janna, weißt du, wäre halt gegen Orianna ganz krass gewesen und auch gegen dich halt. Stay at the Vanguard. Aber Blitz ist zurzeit, Ich überlege, wenn ich jetzt hier einen Pink Ward setze. Nee, ich glaube, da war 60 Minuten, 60 Sekunden Ward. 60 Minuten. 60 Minuten Ward. Das wäre auch. Boom! Ja, links ein Ward. Der hält dann einfach. Der kostet dann aber auch RP-Punkte oder sowas über Ziele. Ja. Sag mal, wie findest du eigentlich diese Änderung, dass wenn du jetzt einen Vision Ward kaufst oder einen Oracle, dass du die Hälfte von dem Gold bekommst, wenn ich dann den Ward kaputt mache? Für einen Supporter eigentlich ziemlich geil. Ja, finde ich auch. Weil dann reduziert sich das. Zumal man sowieso jetzt sich relativ früh schon ein Oracle kaufen kann, da man ja jetzt nicht mehr beim Sterben das Oracle verliert. Hält zwar natürlich eine Minute weniger, aber 4 Minuten ist eigentlich okay. Also, ich traue mich irgendwie nicht so richtig weg hier. Ja, was haben die nochmal? Oh, die haben einen Blitzcrank, ne? Oh, shit. Oh, nee, das war, glaube ich, cool. Das war der Versuch. Ja, das wäre auch nicht cool gewesen, wenn ich jetzt da lang gegangen wäre, glaube ich. Die hätten mich eiskalt rausgezogen und dann wäre ich fast gewesen. Nee, bezüglich der Änderung, oder? Ich lass mal hier ganz kurz. Mal unten lang gehen, oder? Schau mal, dass das dein Gift nicht
Ich glaube, hier können wir noch da lang gehen. Also ich finde, ich würde es jetzt ziemlich naiv finden, wenn die jetzt hier lang grabben. Weil die verlieren halt. Ja, stimmt. Oh, Rice top gegen Singed. Ah, okay, er hat's verkackt. Boah, der hat trotzdem versucht zu grabben. Ja, aber guck dir mal, jetzt kein Mana. Der wird jetzt erstmal nicht grabben können. Was dir halt entspannten Farm gibt. Einfach eine Fähigkeit weniger. Ich würde dann mal bei Level 2 mal vorbeischauen. Ja, ja, sicher. Sicher. Ich habe dann auch meine Flask und dann, also meine Barrel da. Okay. Warte mal, ich wurde bisher in Wart nach vorne platziert. Aber der ist halt echt sehr, sehr verhalten. Ja, hat ja nichts, ne? Mein Gott. The sun always rises. Rice ist da einfach schon oben. Oder ne, die haben Rice komplett nach oben gesteckt. Ja, die haben Rice komplett nach oben gesteckt. Nice, good job. Ever vigilant. Ist die Frage, ob er noch wegkommt. Die sind chasen sie wie die Blöden, aber Singed ist halt da. Wobei er am Anfang so ein große Mana-Problem hat. Ja, bei den Minions würde ich eigentlich nicht sagen go, oder? Nö, nö, da war so eine Sache, die Minions, die kloppen natürlich auch schon ordentlich raus. Da darf man nicht unterschätzen, gerade am Anfang. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Volley von der. Das ist irgendwie der Hass. Ja, das haut echt rein immer. Das ist ziemlich scheiße, wenn man den abkriegt. Auf jeden Fall den dicken wenigstens kriegen. Okay, das war überhaupt nicht überragend. Nee, okay, lass die pushen wie blöde. Das können wir eh nicht engagen, weil... Hm. Ey, bei den Minions nicht, er wird tot. Der tot für uns. Pink Ward, okay. Ja, das war aber in Ordnung. Das war aber auch so ziemlich klar, dass er das macht. Das hätte ich auch so gemacht. Ja, also den Busch muss man eigentlich clear haben als Blitzcrank, sonst kannst du dich da nicht mehr reinstellen. So, okay. Hat der einen Mana-Pot mit oder was? Vielleicht am Ruhen oder so. Weiß auch echt krank werden. Oh mein Gott. Drauf, drauf, drauf. Oh, krass, Barrier rausgehauen. Okay, das reicht uns. Ah, du willst. Willst tanzen. Okay. Damit Twitch. Ah, das schaffst du. So gut tanzen. Okay, das war's. Muss ich nur nicht stealen. Nice. Sehr gut. Das war natürlich super dämlich. Ja, also ich weiß auch nicht, was die Ash sich da gedacht hat. Das war irgendwie nicht so schlau. Die hat wahrscheinlich auch gedacht, dass sie... Vor allem, weil die halt direkt Barrier rausgezogen hat, weißt du, das hätte ich auch nie gemacht. Ja, genau. Also das hätte ich mir lieber aufbewahrt, so, wenn ich Lowlife bin. Wollen wir die Lane einfach mal kaputt machen? Ja, können wir machen. Und dann verfeuern wir die Minions bei denen. So. Ja, das war schon sieht doch schon mal ganz gut aus. First Blood oben auf der Lane. Wir haben Double Kill. War ein bisschen CS ein bisschen am Anfang verschissen, aber... Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, da habe ich ein bisschen... Aber. Ja, immer so mit 2 HP hat der Creep überlebt, ey. Ein bisschen geärgert. Naja. Aber halt Blitzcrank. Na, Blitzcrank ist zurzeit mein absoluter... Ich würde ungern mit ihm spielen, Champion. Das ist einfach nur... Ja, ich weiß nicht, wenn du halt nicht die Grabs triffst, ne, und halt nicht die dicken Plays nachher in Teamfights machst, dann kannst du mit dem halt auch echt nichts anfangen. Der ist halt Crap. Da kannst du lieber einen Alistar mitnehmen, der bringt halt viel mehr. No. Der hat halt einen Knockback, du kannst sie vom Carry weghalten, du hast einen AOE-Stun, du kannst tanken mit deiner Ulti. Also ich weiß nicht, oder einen Trash halt, ne, wenn der... Aber der ist ja immer... Nein, den kriegst du nicht durch. Nein, der ist natürlich nicht. Ja, das ist immer das Problem. Ich habe noch Exhaust. Geht drauf. Oh, sorry. So Auto-Attack of Doom. Ja, schon okay. Das ist halt auch so dumm, weißt du? Blitzcrank zieht dich rein und dann machen wir einfach Engage auf die Ash. Ja. Da kann die Positioning haben, so viel sie will. Wenn der dich reinzieht, dann, ja, dann platzt die einfach weg. Ja, deswegen ist auch einfach Leona voll der Hard-Counter, finde ich. Fast genauso schlimm wie Alistar. Ich finde Leona sowieso ziemlich hart. Also ich weiß auch nicht, warum die... in der LCS wird die ja echt gar nicht gespielt, ne, also... Ja, das ist aber Lulu und Janna und sowas, das sind halt die Standarddinger. So, das ist halt so dieses... da geht's halt eher mehr so auf Retten von Teammates. Weil Leona droppt halt, wenn du nicht aggressiv bist, ist es auch useless. Das ist halt, sie ist quasi ein etwas anderer... Ja, das war ja lustig. Ein etwas anderer Blitzcrank.
Ja. Wenn ich nicht all in gehen kann, dann ist es auch. Der Thresh hat halt alles, weißt du? Der kann halt reinhucken, gleichzeitig noch Knockbacken, hat einen Slow, kann seine Teammates mit der Lantern retten. Das ist halt so episch einfach. Aufpassen. Der wird jetzt graben. Oh, pass auf. Oh, ja, das Punch for the win. Ja, also ich hab mir schon gedacht, der stand sowieso ziemlich weit hinten, der Blitzcrank. Dann diven wir da den jetzt los, ich hab Ulti. Ja. Sehr gut. Okay, ich bin back. Oh nein, ich nehme noch die Erfahrung. Ja, läuft gut, ne, würde ich sagen. Läuft ein bisschen gut, ja. Derek, es kann sein, dass ich jetzt nochmal mit dir spielen will. So. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich bin dabei, ist ja kein Problem. Das ist supi. Supi, klar, wenn die uns mal bottom lassen, dann ist es eigentlich auch immer so, das läuft ja eigentlich auch. Ich sag mal, Ashe ist jetzt auch nicht so strong im Early Game, also wenn man die, siehst ja, die hat halt kein Escape und nix, ne, gerade gegen eine Leona würde ich sowas halt nicht picken. Ja, sie ist halt verdammt weit nach vorne gegangen hier an der Stelle. Naja, sicher. Das kommt auch noch dazu, weißt du, du hast ja mit deinem E getroffen, soweit darf die niemals vorne stehen, dass du mit der Zenit-Klinge an die ranspringen kannst, das ist halt echt nicht so strong. Ich bin mir überlegen, ob du gleich unsichtbar reingehen kannst. Ja, kann ich auch. Weil Blitz wird jetzt nicht gewartet haben. Danke, dass du mich ranziehst. Das war wirklich lieb von dir, ja. Auf die Minions, da klappen dich. Ja, ich hab da noch einen Pot drin. Und ich bleib mal hier noch in der Erfahrung. Ja, das ist es halt. Das war jetzt natürlich ein harter Anti-Vorführeffekt, ja. So. Vorhersage. Ja, am Anfang ist halt, ne? Wir können ihn gleich wieder töten, ne? Ist halt, wenn du mit Twitch da einmal dick wirst, ne, dann gehst du halt einfach echt nur Invis, machst deine 2, 3, 4 Auto-Attacks und dann machst du halt E. Und du burstest damit alle weg. Dem X-Punch. Plane scheint auch klar zu kommen. Ja, pushen jetzt hier unten durch, würde ich sagen, ne? Könnten eigentlich mal bald mal Drake anpeilen hier. Ja, ich glaube, Lee Sin ist auch bereit. Den noch ein bisschen farmen. Anscheinend ist er auch auf die Faust gegangen. Das ist auch eine auf den Raketengriff, weil das ist eine, also schön wegen dem Cooldown und eine Burst-Variante ist es auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, also ich gehe entweder mal auf die Faust oder ich gehe auf W. Weil du hast damit so einen Speedboost, der immer größer wird, weil ich weiß nicht, diese Knock-Up-Faust, da finde ich irgendwie Käse, weil die macht keinen Damage mehr, die kostet genauso viel Mana. Der einzige, was da niedriger wird, ist ein bisschen der Cooldown. Dann ist jetzt auch nicht so immens. Na, ich muss auch sagen, ich bin dann auch eher so der Fausttyp, der dann das Hochwerfen nimmt, wegen des Cooldowns. Weil die halt auch echt ziemlich krassen Schaden macht, ne? Darf man auch nicht vergessen. Wollen wir es probieren? Ja, können wir machen. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir, glaube ich, einen Dragon machen. Oh, ich kann. Ja, 30 Frost Might hat er vorhin geschrieben. Also 15 Sekunden ungefähr. Okay. Dann ist er da, ja. 15, ja, wir können schon mal anfangen. Der Udyr kommt, glaube ich, sowieso nicht hin. Die haben ja eh keine Wards und. Ich schalte den mal aus, der wird mich jetzt graben, aber ist jetzt egal. Ja. Theoretisch weiß er ja, was passiert. Wollte gerade sagen. Ash hat auch keine Ulti mehr, also. Alles gut. Bin mir nicht sicher, ob die diese Unsichtbarkeit jetzt gesehen haben. Ja, haben die wahrscheinlich. Ich gehe mal bottom. Ich brauche eigentlich nur Farm, ich habe jetzt genug Kills. Wenn dann farm mal ich helfe noch ein bisschen. Ja, genau, mach du das mal. Snowball, du mal auf den anderen Lanes rum, ich farm hier ein bisschen. Mich dumm und dämlich. Oh, das hätte mich umgebracht. Boah, die ist auch da. Exhaust. Oh, schade, die Sin wollte stehlen. Hat er nicht ganz geschafft. Ja, ich ist immer noch da. Komm jetzt von oben. Ja.
11-0 haben wir. Ja, ist ein bisschen. Scheiße. Und davon waren wir 9, oder ich zumindest 9 beteiligt. Das ist sehr einseitig gerade. Aber das kommt auch vor. Also letztes Spiel total verkackt und jetzt halt totale Dominanz, wenn man einen Champion und eine Rolle nimmt, die einem liegen. Das ist einfach so. Ja. Ranked ist das halt so eingeschränkt. Was? Ja, das Problem ist halt, es gibt, das finde ich halt gut, so in den höheren Elo-Bereichen, also gibt es halt auch Leute, die halt so sozial sind und wenn jemand schreibt Pref AD oder Pref Support, dann nehmen die meistens eigentlich auch schon eine Rolle, die jetzt nicht denen ihre Rolle ist, also die sind da relativ flexibel eigentlich. Klar, es sind natürlich manche Leute, die einfach nichts schreiben und dann irgendwas picken, haben wir ja jetzt auch gehabt. Aber die Leute sind ja dann auf die anderen Lanes gegangen. Gerade weil Bottom sowieso nicht so oft gepickt wird, finde ich. Also die meisten Lanes werden ja sowieso Mitte oder Top. Wird ja, also fast immer sehe ich Leute nur Mitte oder Top reinschreiben. Ja, ist halt auch die Hard-Carry-Lane so. Naja, klar. Und ADC spielt halt kaum einer so. Oder spielen halt schon ein paar, aber nicht so überhäufig. Ja, ich habe auch schon dicke Items, also. Du kannst noch ein bisschen allein bleiben, ich roam. Ja, einfach. Sicher, klar. Ihr könnt da einfach, die werden sowieso nicht mehr lange machen, glaube ich. Sowieso. Übrigens ein AP als Real, ne? Oh, das ist noch besser. Schieß mal deinen Arrow hoch. Mein Arrow? Das würde ich jetzt übelst nützlich finden. Alter, der Udia. Der denkt, der kann mich töten. Wo sind unsere... Ich verbrenne! Komm zu mir! Oh, schade. Mist. Ich wollte, dass er mich noch schildet. Oh, zwei Tode hat unser Team. Dem Feeders. Feed. Feed for the win. So. Ja. Hat der Ryze schon nicht ganz unrecht. Ja, das war. Ryze war vor uns quasi mein Udyr. Aber. Das war schwierig da zu sagen, don't give up, also. Expunge. Fums. Legendary. Die Ashe ist aber auch echt ein bisschen Brain AFK. Also, ich denke mal, die ist einfach gefrustet, aber die spielt halt auch nicht so. Also, die achtet halt schon nicht mehr so besonders drauf, wo die steht oder was die da macht. Also. Aber ich denke mal, das wird einfach damit zusammenhängen, dass der. Oh, okay. Gut. Naja, die hatte. Ich finde, wir haben die mit der Kombination schon getötet, ganz ehrlich. Das war schon der Genickbruch. Ja. Oh no. Oh ja, ich müsste mir eigentlich mal Red Buff holen, das stimmt. Boah, wir haben erst Minute 15? Ja, das hat es gestört. Ach, scheiße. Oh nice. Nice dodge. Oh, der Spoot. Der Spoot Beast. Spookbast, ja. Spookbast. Mach's gut, Ash. No! Oh Gott, die Zenitlänge. Ich kann vielleicht noch exhausten. Nee. Du kriegst dann einen, oder? Den krieg ich auch einen, natürlich. Vielleicht kann ich noch stealen. Nee. Sehr gut. Oder wir haben die geaced? Ach du Scheiße. Ja, der Top-Lane hat auch irgendjemand getötet. Ah, das ist auf jeden Fall ziemlich over hier, das Game. Ja. Also so ein hartes Game hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Das stimmt. Also so krass gestompt haben wir echt schon Ewigkeiten nicht mehr, glaube ich. Ey. Na, zwischendurch gibt's sowas. Wer war nochmal Diamant bei denen? Der Ezreal. Also. Diamond 5 ist der. Aber die können halt auch Scheiß-Games haben, ne? Und er ist halt Diamond 5. Also gibt's halt auch viele Leute, die dann mit Diamond halt ein bisschen was auch rumprobieren, ne? Na, gerade die 5er Variante ist halt. Okay, das war eine sehr schöne Ulti von mir. Ich wollte noch irgendwas Sinnvolles raushauen, bevor ich weggehe. Eigentlich will ich den mir. Nicht unbedingt sinnlos sterben, aber.
Eigentlich ist es eh unrelevant, aber naja. Okay, bum 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 bum. Egide. Mal back oben. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass Egide der Legion bald nicht mehr da sein soll. Das meine das Bollwerk. Das quasi aus der Egide man nun lockt bauen kann. Dann würde ich übrigens gerne wissen, was dann das Locket für ein übliches OP-Item ist, wenn es die gleichen Stats gibt und den Schild. Ja, das ist ja dann so. Momentan gibt ja Aegis zum Beispiel Rüstung, ne? Im AOE-Bereich, also fürs Team, ne? Na, und Magieresistenz. Und, und bald ist das nur noch so, das Item gibt nur noch Magieresistenz. Oh. Und Solari ist halt dann drin, du kriegst halt das Schild da drauf, ne? Und halt davon kriegst du halt Rüstung selber, aber durch das Item Solari an sich, aber du kriegst halt keine Rüstung mehr fürs ganze Team, also die Aura ist dann nur noch reine Magieresi. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob sich das dann auch so lohnt, muss man mal gucken. Oh Gott, der singed. 29 Gold habe ich bekommen für den, du Scheiße. Ich hab gleich wieder Ulti, 5 Sekunden. 5 Sekunden? Ja, dann diven. Ach, guck mal, die Ash ist ja süß. Oh Gott, ich fehl hier alles. Ich glaube, die können nicht mal surrendern. Ey, Shango Games, hast du es gesehen, das Video von Civ? Was denn? Der hier, CVHD hat auch mal so ein Video rausgebracht, wo der. Da haben die LeBlanc und irgendjemand anderen Burstlastigen auf der Botlane gespielt und immer nur Ashe getötet. Nur Ashe. Die sind einfach da gekommen, haben dann zwar auch so ein Stück weit gefeedet, aber haben sich nur auf sie konzentriert. Boah, das haben wir schon ziemlich. Das war abpackt, übel oder? Mies. Also relativ lustig war es. Oh, mies. Oh. Hat mein Schild nicht mehr zur Explosion beigetragen. Seid ihr alle tot? Ne, du lebst noch. Ich helfe dir nicht. Du stirbst aber auch nicht, was ist mit dir los? Ja. Alter, Ex-Back, ey! Ja. Du tötest das Ding sogar noch. Einfach mal hier. Jetzt habe ich die hier. Ganz war, klar. Das war awesome. Ja, das war nicht schlecht. Ah, das war ein schneller Sieg. 16 Punkte habe ich bekommen, ja, geht doch. Oh, ich habe plus 8. Nee. Plus 8? Wie viele Punkte hast du jetzt nochmal? Ganz 8. Wenige, ne? Ach, du hast jetzt 8? Ach du Scheiße. Geht das wieder los? Das ist schon wieder nicht so schön. Na gut, also es ist jetzt nicht tödlich, aber... Ja, bitter. Du wirst wahrscheinlich jetzt auch nur noch wenig verlieren, ne? Plus 8 ist natürlich hart. Aber ist okay. Also Sieg ist Sieg. Und, ja, auf jeden Fall. Okay, einen Moment. Ich würde jetzt Folgendes machen. Und zwar, wir machen ganz kurz eine Pause. Alles klar. Und dann sind wir in 3 Minuten wieder da. Ich muss wieder auf Toilette, weil ich die ganze Zeit nur trinke, wie so ein Blöder. Und dann probieren wir es, denke ich, einfach nochmal.